Moin Toads, willkommen zu einem neuen Stream. Wir spielen heute das erste Mal auf diesem Kanal, das erste Mal spiele ich allgemein was Smash Bros. Im Stream. Guten Tag, moin. Guten mit Tag, dabei, lol, was geht? Mit dabei ist Kunizo, der gute Nico, der beste Kollege hier in Deutschland. Von mir, hallo. Hi, wie geht's? Hi. Geh mal ein bisschen weiter vom Mikro weg, du bist so laut wieder. Ist wieder. Okay. Ja, du schreist immer so, dein Mikro überfordert dann immer so eklig. Ja, moin. Mach mich leiser. Nein, dein Mikro übersteuert ja auch nicht deine Lautstärke. Ach, und der hört was sich eklig an. Ja, okay. Was geht los? Soll ich etwa 5 Meter vom Mikro entfernt stehen oder was? Ja, bitte, nein. Moin, Zauberer. Hallo, so Sebe. Okay. Ja, so ist okay. So ist okay. Hi, Leute. Ja, wir spielen heute mal ein bisschen Smash Bros. In der Stunde gibt's dann die Reaction zur Direct. Wie ihr seht, ist schon ein krasser Timer am Start, unten links, wo die Zeit runterläuft. YouTube sagt mir gerade ein Zuschauer, das glaube ich jetzt eher weniger. Da sehe ich ein bisschen mehr im Chat. So. 9. Es sind gerade 9 laut YouTube bei mir. Ja, ich weiß auch nicht, was hier los ist. 11. Jetzt kommen die Leute alle hier. So, wir spielen heute ein bisschen Smash Bros. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Ja, ich auch nicht. Ich erwarte jetzt nicht allzu viele Leute. Ich erwarte nicht allzu viele Leute, weil die streamen jetzt alle. Also. Die krasse Smash-Style, die wird mich ja so umhauen. Umhauen wird die dich, ne, auf jeden Fall. Die wird safe besser als die E3 Direct. Safe. Denkste? Ja. Ja, lass alle mal ein Like, da der hier so am Start ist. Julia ist am Start, Patrick, Sebe, Zauberer, moin moin. So, wir spielen jetzt mal ein bisschen. Ich habe lange nicht mehr gespielt. Und wir spielen jetzt mal ein bisschen hier. Ich mach mal einen Raum auf, ne? Nico, kannst mal reinkommen hier. Wahnsinn. Ja. Hallo Beams. Hallo Lord Darkflow, moin. So, der Raum ist offen. Ich spiel mal mit Link. Also bei mir gibt's keinen Raum. Ja, geht ja schon mal gut los. Ich resette da jetzt. Personalisieren. Ja. Bitte, willst du den Kampf beitreten? Den Pius ausrichten. Den Pius-Kampf. Hallo Lena, hallo Dennis, hallo Simo, hallo Lampo, hallo Maurice, hallo Andrew, hallo Simo, hallo. Ja, oh, Kunizo am Start, ey. Ja, kein Zeitlimit. Halt wir machen Versuche 3. Ach du Scheiße. Was denn? Ich weiß nicht, wen ich spielen soll, weil ich genießen, weil ich kein Smash kann, ich werde mich blamieren. Das ist jetzt super, ich kann auch kein Smash. Pius, hallo, willkommen alle. Mit dabei ist heute der gute Kunizo, einige von euch kennen ihn. Mit dem spielen wir heute mal so ein bisschen Smash. Ja. Unten seht ihr, wie lange wir spielen. In 56 Minuten geht die Direct los. Und dann läuft das. Ich bin jetzt nicht der größte Smash-Fan. 56 Minuten cringe. Ja, ich bin jetzt nicht der größte Smash-Fan, aber ich bin gespannt, was sie da heute ankündigen werden. Hallo Toad11. Moin, da willkommen an alle. So, wählst du es nochmal aus heute? Wählst du nochmal aus jetzt hier? Schreib mal bitte, ob die Stimme von Nico passt. Du musst auf kampfbereit drücken. Ja, okay. Schreib mal, ob die Stimme von Nico passt, ob der Ton passt. Alles wunderschönes. Das weiß ich mal ganz gerne. Hallo an alle, moin moin. So. Heute ist ein großer Tag für die Smash-Fans, ne Nico? Ja, wie spielt man das Spiel nochmal? Ich muss jetzt mal reinkommen. Wie spielt man das Spiel? Gute Frage, ne? Wie setzt man ein Schild ein? Ist doch egal, jetzt komm doch einfach mal hier. Achso, du musst die Map noch wählen. Du musst deine Map auswählen, du bist ja derjenige, der dran ist. Achso. Hab Konnichiwa den Twitch freuen. Super. Hallo Pius, ich würde gerne einen Stream auch über die Präsentation machen. Da ich mich an so ordentlich auskenne, würde ich dich fragen, ob ich den Stream in meinem Stream abschauen darf. Was? Alter, ich komme überhaupt nicht mit Yoshi klar. Ja, jetzt wissen. Ach naja, ja, du musst L und R gedrückt halten, um zu beginnen. Okay, Knusper Hotdog, ich würde dir empfehlen, du machst einfach einen eigenen Stream. Also unseren Stream jetzt abzugucken und dabei noch zu reden, finde ich jetzt nicht so schlau. Da hört man denn da gar nichts mehr. Also, wir reden ja schon die ganze Zeit und wenn du da auch noch reden tust, das macht nicht so viel Sinn. Also mach schon deinen eigenen Stream über Nintendo. Ich weiß gar nicht, welchen Stream wir uns gleich angucken. Nehmen den YouTube-Stream von Nintendo, ne? Ja, Twitch oder sonst irgendwas, ich weiß Twitch nicht. Twitch läuft aber meistens flüssiger und ist meistens schneller. Und du sollst L und R drücken, sonst geht das hier nicht los. Sonst also. Hallo Benoit, hallo Paula. L und R. Okay, hab's jetzt. Ich bin nicht so der Profi hier. Was ist dein Main, die ganze Zeit L und R beginnen. Ich hab gar kein Main. Oh, meine ist dran. Geil. Ui. Oh, Gottchen! Oh Junge!
Ich hab schon Durst und mir das erste Mal Schaden gemacht, Junge. Hä, warte, ich kann nix. Ich mein. Alter! Ich hab mich fast selber getillt. Alter, ich bin die ganze Zeit nur in dem scheiß Ei. Kannst du mal aufhören und mal angreifen? Hallo, hör mal auf! So, ein Schlag und gleich mehr Schaden gemacht als ich. Fuck, als du mir. Ich kann dich. Ich komme mit Yoshi nicht klar, fuck. Erster tot. Das ist so peinlich. Sind auch noch Videos. Nein! Alter, der rollt die ganze Zeit. Schreien wir nicht der so. Der rollt die ganze Zeit. Moin, hallo Lady. Moin, moin. So, ich zerstör dich jetzt. Ich glaube, wir sind die Einzigen, glaube ich, die gerade Smash streamen. Junge, hör auf. Falls auch du dich gerade selber. Oh, Junge. Oh, das nein. Richtig. Das ist so schlimm. Ach Gott. Ja, wir spielen Smash nur zum Fun. Ja, merkt man. Allein schon, weil dir, ne? Dabei sind. Alter, ich komme null zurecht. Oh, Pokéball. Da, in deine Fräsen. Lass mich in Ruhe, du. Scheiße, du musst mich nicht weg. Gott. Ich brauche einen anderen Charakter. Ich BÄM! Ich geb's dir richtig. Guten Tag, hängt bei mir. Eigentlich sollte der Stream nicht hängen. Auf jeden Fall bekommen wir die 30 Lode hier. Habt ihr schon ein Like da gelassen? Oh Gott. Oh, ich habe immer noch dieses Gebläse. Hier springt man so. So springt man, fuck. Oh, ich hab Bombe. Oh, jetzt habe ich kein Gebläse mehr. Doch immer noch. Tschüss! Hä, von wo hast du dich denn jetzt bitte wieder explodiert? Ja, ich bin hier so. Ich habe die Bombe, glaube ich. Ey! Das habe ich ins Ei, als Ei gemacht, ey. Hi, bin wieder ja, da. Hallo, Marc. Hallo, Marc. Ich drücke irgendwas, weil ich keine Ahnung habe, wie. Der macht, was er will. Der macht was. Oh, irgendein Link. Ich hab. Alter, was machst denn du jetzt hier? Scheiße, ich sehe nichts. Der scheiß Nintendo ist auch nicht bei mir. Der Hund ist auch bei mir. Junge! Kein Ingame-Sound, was? Wie kein Ingame-Sound? Ja, doch, es gibt Ingame-Sound, aber der ist wahrscheinlich zu leise. Ich habe ihn jetzt mal ein bisschen lauter gemacht. Anna, eigentlich soll das Ingame-Sound. Ey! Das war unfair. Was heißt hier unfair? Ich war beschäftigt. So. Schreibt mal, ob es jetzt Ingame-Sound gibt. Nein! Junge, kill mich nicht. Ich will überleben hier. Der macht, was er will. Das ist hast du geübt vor? Wieder. Hast du geübt vor? Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht. Alter. Nein! Jetzt hast du mich. Jetzt bin ich raus. Ja, doch, man hört den Sound. Voll gut. Okay. Oh, nö. Ey, lass mich in Ruhe, Alter. Alter, ist eine Zeitlupe hier, oder was? Spielt man versus Mann. No Items, 2 Leben und die Feinde. Okay. Naja, dann wird er gewinnen. Ja, Items ist das einzige. Ja, du geteilt! Da hat sich ja komplett geheilt. Hey, Junge. Hör auf! Mann. Hey, ich hab mich irgendwie geheilt. Wie hab ich das denn gemacht? Ja, das mit so einem komischen Item, was darum. Oh, Helfer-Trophäe. Wir sind ziemlich skillig, oder, Leute? Wie setzt man die Helfer-Trophäe bitte ein? Ah, musst du drücken. Ja, ich hab A gedrückt, es passierte gar nichts. Nein, jetzt bin ich raus, oder? Nee, ich lebe immer noch. Lass mich halt in Ruhe. Nein, harte Hammer. Hallo? Ei, oh Gott. Oh. Komplette Zerstörung, ich hab noch alle 3 Leben, ich hab ihn richtig genommen. Der scheiß Yoshi, der kann nix außer rumrollen, da kannst du nicht mal kurz ins Item nehmen. Moin Leon. Ah. Das war geil. Das finde ich super. Nee, jetzt spiele ich einen anderen. Einen der hoffentlich. Ja, Nico, wenn wir schon dabei sind, so. Was sind so deine Erwartungen an die Direct gleich? Hab ich doch schon gesagt, die wird uns umhauen. Ja, aber womit? Ja, mit, was weiß ich, mit einem Story Mode? Das ist einfach irgendwie K.A. Das macht Sinn, weißt du? Wollen wir immer Charakterwechsel machen? Pro Runde? Ja, ich habe auch anderen Charakter genommen. Also ja, okay. Das können wir vorhin auch so machen, weil ja. Ich komme mit Yoshi offensichtlich nicht klar, daher macht das keinen Sinn. So, erste Runde habe ich gewonnen, Leute. Ich bin einfach zu cool. Oh mein Gott. Oh, ich habe hier so Custom Maps. Das war mein Gott. Habe ich die denn gemacht? Ey, die nehme ich mal. Ist gleich eine Direct, oder? Ja, du siehst es, in 15 Minuten geht die Direct los. Der Counter sagt's euch. Geht lauter, der Ingame-Sound. Ich kann ihn gerne noch ein bisschen lauter machen. So. Noch ein bisschen lauter jetzt gemacht. Hallo Maurice, hi. Bin auf die Direct so gehypt. Ja, ich bin gespannt, was da so kommt. Ich bin jetzt nicht der größte Smash-Fan. Nico auch nicht, wie man vielleicht sieht an seinem Skill. Ich hab Smash Wii U nicht einmal gezockt. Oh Gott.
Hey, dort hast du es gezockt mit mir mal. Ey! Nee. Oh Gott, ich muss mit Digi kommen. Klar, komm, mit Digi habe ich, glaube ich, noch nie gespielt. Nur mit Link mal. Ja, ich habe auch mit Toon Link noch nie gespielt, aber ich, der sieht cool aus. Ein richtiger Affe hier, ey. Hast ja eigentlich zu dir, Nico, ne? Du bist ja so ein Affe. Hör auf mit deiner scheiß Bombe, Junge. Oh, Smash wird lustig, wenn der neue Teil kommt. Ja, ich merk schon. Die Helfer-Trophäe soll bitte auch raus. Hallo? Was sollte das denn? Die kann ich doch mal. Oh. Okay, Gott, ich spring jetzt mal selber gleich runter. Hier gibt's einen Döner. Na, hallo, nimm ihn halt! Er hat nicht. Als ob da ein Döner rumlag. Was ist das zur Hölle? Oh, du bist zerstört. Ey. Guten Tag, Etos. Warum hast du solche dummen Maps erstellt, Pius? Ich weiß es nicht. Nein. Das war vor vier. Nein! Alter. Das war vor vier Jahren, mein Lieber. Frag mich, wie das vor vier Jahren war. Da war ich. Da hatte 13. Gehirn. Ja. Ich hab da meinen Mario Maker Skills gezeigt. Zwar ein Jahr vorher. Nein! Jetzt zerstörst du mich mit deinem scheiß Toon Link. Ah, nimm mal alt. Das war eine gute Aktion. Ja. Das Ding ist, ich weiß bis heute nicht, wie man diesen scheiß Ultra Smash. Ist das nur eine Only Direct? Ja, eine Only Smash Direct. Oder was meinst du, Maurice? Ich weiß es nicht, wie man es einsetzt. Das ist wirklich zu schlecht. Ja, es ist eine Only Smash Direct. Leider. Ja, was heißt leider? Na, ich hätte lieber eine normale. Dann haken die das immerhin ab. Ja, das Gute ist halt, wenn die es halt als normale Direct angekündigt hätten und dann 50 Minuten über Smash reden und 2 Minuten über andere Games, dann wäre es schlimmer gewesen. Weil viel gibt es auch nicht mehr zum. Oh Gott. Das war so. Ich war so klar. Ich war so, warum habe ich auf diese scheiße explosive Fass geschossen? Die kann man bloß so blöd sein. Ich weiß es auch nicht. Es ist so klar. Oh, ich gebe es dir wieder richtig jetzt. Ja, du hast mich bisher noch kein einziges Mal, doch einmal hast du mich rausgeschmissen. Doch. Einmal ich bisher. Muss man das mal klarkommen. Hey, was? Was bringt denn das? Oh. Oh, scheiße, Mann! Das war ein nächster Leben! Oh, Junge! Geil! Leck mich am Arsch, weißt du, ganz geil. Ehrlich. Du kannst ja echt gar nichts machen. Wenn du nicht Glück so ein scheiß Item bekommst. Nein! Der kann ja nix. hallo Toda, hi. Ah. Hi, Toda. Oh Junge. Ich geb's dir richtig. Was ist das denn eigentlich? Trampolin. Bäm. Bringt aber ja, auch irgendwie einen Scheiß. Jetzt hätte man den Tod bouncen müssen. Das wäre lustig gewesen. Warte mal. Ja, das hast du ja sehr gut gemacht. Die Falle hast du perfekt aufgestellt. Ja, findest. Ich finde sie auch ziemlich krass. Aber ich komme auch mit Toon Link nicht klar. Aber ich komme generell mit kein klar, das kann ich jetzt schon sagen. Also. Oh, ich zerstöre dich wieder. Schade. Ja, natürlich. Jetzt kommt ja so ein Riesen-Oschi. So ein Riesen-Oschi. Ja, vor allem auch da. Weißt du, wieso soll ich denn jetzt hin? Zerstört. Pius, komm Leck wieder, wenn die Direct beginnt. Alles klar, Leon. Tschüssi. Bis später. Ja, jetzt ah, Leute. Ich besser für alle. Da ja. Musst du immerhin sowas nicht sehen. Lieber den Quinch nicht ertragen, ja, ne? Mein Skill ist ja heute on fleek hier wieder, ey. Ich blamier mich ja des Todes. Oh, ich kann Dinge hier ändern. Ui. Ich sag, so, wen nehmen wir denn jetzt mal? Lass mal alle Items ausstellen. Nee, Items sind cool. Ohne ist lame, finde ich, also, wenn man schon kein Skill hat. Stell ich das um auf wenige Items und nicht auf einige. Dann sind es okay. Etwas weniger. Wie nehme ich denn jetzt mal? Damals habe ich noch nicht. Lass mal Zufall nehmen. Ja, okay. Das wird schließlich beste. Not, das ist nicht. Wen aber kann man als auf der Gamescom treffen? Ja, mich nicht, bin dies ja nicht da. Leider. Fuck, und Nico ist eh nie da. Ja. Der Opfer. Welche Map nehme ich denn mal? Nehmen wir mal die. Pius ist so toll, dass er auf einem Hochstuhl sitzt. Das ist ein normaler Computer-Schreibtischstuhl. Oh ne, wer ist denn das? Irgendeiner von Kid Iquist oder wie man da heißt? Palutena, aha. Das ist Dark Pit. Das ist der unnötigste Charakter aus Smash U. Okay. Ich hab Mario! Mario! Du hast dich angepasst an die Map, ne? Mhm.
Hey, hör auf. Als ob du das von Sunshine hast. Ja. Das ist doch so Marios bekannteste Rolle hier, sag ich mal. Weiß ich jetzt nicht. Hallo? Ja, was soll das denn hier? Teilt sich die... Oh Gott, ich glaube da unten landen gleich Fahrer, aber... Aber ich bin noch am Leben. Ha! Richtig zerstört. Was heißt zerstört, Junge? Was wäre das jetzt hier? Ach, jetzt kommen die von oben. Ich hab gerade kurz geträumt. Hallo, lass mich in Ruhe. Nö. Jetzt muss ich auch mal gewinnen. Du gewinnst heute nicht, das ist mein Ziel, dass du kein einziges Mal gewinnst. Nee, also gegen dich schaffe ich schon. Ich habe halt immer damals, das hier immer damals gegen meinen Bruder gespielt und der ist deutlich besser. Das ist ein richtiger Profi und ich, ja. Du kannst halt nichts, ne? Du bist Schande für Familie, Junge. Ich hab Schande für Familie. Ich bin auch Schande für Familie. Glück. Mama, es tut mir leid. Hi, Pius, hallo, Benjamin. Oh, Smash. Jetzt hab ich den eigentlich ausgestellt, aber wie setze ich das eigentlich ein, diesen Smash? Jetzt weiß ich auch nicht, ob A oder B. Oh. Ja, Leute, hilf mir bitte. Ah ja, B. B muss ich. Okay, scheiße. Hätte B drücken müssen, das weiß ich zumindest. Ja, egal, du bist ja eh gestorben. Passt schon. Ja. Aber du wirst aussterben. Nö. Dafür sorge ich. Ich heile mich wieder, Junge. Oder gib mir ein extra Leben, du weißt ja nix. Natürlich weiß ich das. Ich war bloß nicht schnell genug. Mal wieder. Was? Nein, du warst richtig am Ende. Tschüss! Oh, Junge! Hör doch mal auf jetzt hier. Hey Leute, hallo, moin. Wir kommen alle hier so. Schreibt mir irgendwas in den Chat, wenn ihr irgendwas zu fragen habt. Welche der bessere Skiller ist, das ist ja eindeutig, das müsst ihr nicht fragen. Ja, das ist auch eindeutig. Oh. Okay. Knapp nicht bekommen, ja, mein Lieber. Obwohl, eigentlich fand ich, das sah aus wie ein Treffer. Nein, bei weitem nicht. Alter. Ja, okay. Irgendwann muss ich ja sterben. Hallo Finn, ja. 10, hi. Noch habe ich nicht muss ich ja sterben. Ich finde, die Mario Kart Stage sieht exakt so aus wie im originalen Spiel, oder? Nee, eben nicht. Doch. Also von der Grafik nicht ganz. In Mario Kart 8 ist sie ein bisschen schärfer. Ja, aber ist ja klar, dass sie dunkler ist. Da geht es ja auch nur um die Stage. Hier fährt man ja im Prinzip nur mehr. Und ich finde, die Stage ist die coolste, deswegen. Ja, bist halt leider nicht auf der Map selber, sondern fährst auf so einem komischen Gedöns hier. Ja, es geht ja, die Omega-Version ist da auch die bessere. Och, kommt schon. Der Typ ist irgendwie doof, den spiele ich gerne. Ja, der ist... Ja, Mario ist auch nicht der geilste Charakter, finde ich. Echt nicht? Aber ich finde, okay, ich finde ihn besser als jetzt zum Beispiel Yoshi. Nein! Wenn ich ihn jetzt so spiele. Ich mein, spiel zu Mario Party, wenn es rauskommt. Ja, Super Mario Party werden wir auf jeden Fall spielen. Das wird geil. Ja, das wird episch. Hoffentlich mit Online-Modus. Ja, gibt's ja schon. Also ich meine halt mit nur für die Minispiele. Online-Modus. Ich weiß ja nicht. Da gibt ist ja nicht. Hallo. Gestorben. Warum machst du das Item? Imi kann da keine Stampfattacke machen, der Typ. Das macht der ja, nicht. Das kann nicht jeder. Ja, das ist ja voll eklig. Nein, Mann, ich wollte das nehmen, aber ich habe es nicht hinbekommen, weil es weggeworfen Opfer. Hat, also einzusetzen. Nee, mich willst du nicht los. Doch. Das hol ich schon auf. Die Items sind so lame, die dich einfach mal komplett heilen, weißt du? Dann ist alles, was ich geschafft habe, weg. Weil ich mit der Steuerung nicht klarkomme. Also jetzt bist du passiert. Ist, ja, du hast dieses Item eingesetzt. Du hast dieses Item eingesetzt, Junge. Da bin ich immerhin auf der richtigen Stage mit Metall Mario. Stirb! Also bye. Alter, mit Ansage. In Super Smash Bros. Für Nintendo 3, das würde ich Pius immer besiegen. Ja, das spiele ich aber nicht. Oh! Hallo? Was? Also, wie setze ich denn das Scheiß. Wie setze ich den Scheiß Pokéball ein? Ja, einfach mit A, aber in die Richtung machen, wo du guckst. In die Richtung wirfst du auch. Ja, aber ich werfe immer alle Items weg, anstatt sie einzusetzen. Weil du musst einfach nur A. Einmal A zum Annehmen, also zum. Aber mit A wirft man die Dinger doch weg. Ja, einmal zum Berühren und dann nochmal werfen und dann wirfst du die weg. Ungefähr so. Oh scheiße, ja. nimm das Ding nicht, das ist eine Bombe. Oder? Ich weiß nicht, was das ist. Ich kenne die Items nicht so gut. Ist das noch da, das Ding? Ja, das ist noch da. Das ist eine. Ach du Scheiße. Ja, also das Ding hat mal rein effektiv gar nichts gebracht. Ich glaube, es ist so eine Mine oder so, ich weiß es nicht.
Ich finde dieses Match. Red Legend, hi. Also, und Kyler auch, hallo an dich. Moin, moin. Ja, mit dabei ist der gute Kunizo, wer kennt ihn nicht? Du musst wohl eher fragen, wer kennt ihn? Schreibt mal in den Chat, ob ihr ihn kennt oder nicht. Wie findest du, was findest du am neuen Smash am geilsten? Dass es bisher alle Charaktere gibt, also zumindest alle, die bisher jemals dabei waren, dabei sein sollen. Große, schöne Auswahl, ist perfekt. Auch wenn ich nicht weiß, aber dass halt kein Toadie dabei ist und Captain Toadie wäre halt übelst geil, wie auf dem Thumbnail zu sehen ist, Leute. Ich finde, so ein paar wichtige Charaktere fehlen. Unter anderem halt Kapitän Toad. Captain Toad, sag bitte nicht Kapitän Toad, ne? Wie auch immer. Jedenfalls zum Beispiel, über wen ich mich auch freuen würde, als, Junge! Hä? Das hat nicht so was effektiv. Ja, ich merke das schon. Es gibt ja so ein, wie heißt das nochmal mit E? Oh, Junge. Es ist so ein Charakter, der ein Klon von jemand ist, so wie zum Beispiel Daisy bei Peach. Das heißt, glaube ich, Echo oder so. Oder? Ja, Echo, genau, Echo. Wer ist denn dieser Lappen? Hahaha, danke. sowas würde ich mir zum Beispiel bei den Octolingen wünschen. Also von Inkling. Ach ja, Inkling, ja. Das wäre ganz nett eigentlich. Ja. Hör auf! Neu erschienen Octo Express. Alter! Verarschen oder so? Oh mein Gott, ich gewinne das hier? Oh nee. Als ob! Er hat eine Runde gewonnen. Er hat eine Runde gewonnen. Hi Pius, hallo Noobten Helen oder so. Hi. Finn kennt dich. Ich kenn ihn. Danny ist geil, kennt ihn auch. Oh mein Gott. Hab noch nie was von dem Typen gehört. Ja, Kunizo ist halt so ein bisschen unbekannt, ne? Den kennt er keine Sau. Ja, so. Ein bisschen ist gut. Mhm. Aber das war eine nette Runde. Jetzt wäre es nicht Switch gewesen, hätte ich das aufgenommen. So, nächste Runde. Ich kenne den, Julia kennt ihn. So, welche Map? Wir nehmen eine eigene. Oh Gott, ich habe den Mag bekommen. Den habe ich früher immer gespielt, weil ich halt immer. Das ist halt für Noobs perfekt, weil er halt extrem viel Schaden macht. Aber nehmen wir mal die skilligste Map, die ich je gebaut habe. Spielt ihr online? Ja, wir spielen online. Ja. Wir spielen online. So, 37 Minuten noch, Leute. Seht ihr unten links. Dann geht's los mit der Direct. Dann hört endlich dieser Cringe hier auf. Ja. Habt ihr überhaupt Ahnung, wie man richtig Smash zockt? Ja, indem man halt die ganzen Moves auswendig lernt und entsprechend anwendet. Das sind immer so Skiller-Aussagen, so arrogante Skiller-Aussagen. Habt ihr überhaupt Ahnung, wie das funktioniert? Ja, einfach nur die Tasten drücken, mein Gott. Was ist das denn für eine Stage? Die kam doch per DLC, kennst du die nicht? Das ist eine Stage, die du gemacht hast. Also erkennt man daran, dass sie so scheiße aussieht. Nein, die ist 4K, Junge. Hör auf. Gott, Alter, das war gerade knapp mit dem Little Mac Fabian. Oh Gott, die Lava ist ekelhaft. Findest du? Ja. Ja, toll. Nein, was macht er da? Was war das bitte? Ich geb's dir richtig gerade. Ey, das war ehrlich gesagt nicht kein Geben, aber. Doch. Ja, Leute, das ist die beste Map, die per DLC kam, finde ich. Oh, ein Meisterball. Also ich finde die Map cool. Was ist hier jetzt los? Ich bleib mal lieber in dem Fass hier drin. Was? Hallo? Ja, vielen Dank für nix Spiel. Ja, bitteschön. Oh Gott, war das knapp. Hast du es gesehen? Hör auf! Nein, aber du musst auch rausfliegen. Nein! Nerv doch nicht. Ich rasiere dich gerade vollkommen. Ich habe die Spuckebälle richtig verschwendet. Die stehen da jetzt rum, denken sich so, jo, schöner Tag. Ich zerstöre dich schon noch, keine Sorge, Kleiner. Alter, dieses Fass. Das Fass ist so unnötig platziert, das ist eine Wand, da kann man. Oh Gott, nein! Was ist das denn? Ich finde die geil. Das war Pius 2013 mit seinen Bauskills. Ja, Mario Maker hast du schon entgegengefiebert. Ja, im Mario Maker war ich dann immerhin gut. Meine Level waren nicht schlecht im Mario Maker. Da kannst du nichts gegen sagen, Junge. Wow, Alter, hast du gesehen, wie knapp das war? Ich bin dann in den Tod gesprungen mit diesen Helmen. Hi, moin. Hallo mit Goomba, hi. Oh Gott, ich nehme dieses Schwert von Zelda. Da abonniert uns jemand.
Gamer-Stich oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Ich hab's nur so ganz leicht gesehen. Auf jeden Fall danke dafür. Oh Junge. Hohoho, tschüss! Ja, komm her. Nö, ich hab Zeit. Oh, hier sind schöne Sachen. Stau die Mario Kart Items. Na, ich bring mich schon selbst um, da brauch ich gar nicht dich. Hallo? Wirf mal, danke. Alter! Das war krass von dir. Ja, das war auch nur Zufall. Ich hab mal wieder unbewusst B gedrückt. Unbewusst. Werde ich das noch gewinnen? Auf meiner eigenen Map? Werde ich nicht. Nicht unter den Oh. Das ist auch ein geiles Part hier. Das ist das Todesfass, das habe ich damals so eingebaut. Du kennst dann die Donkey Kong, die Fässer, die dich in den Tod bringen. Ja, nur das Problem ist, hier kommt man nicht raus. Ach doch, so. Scheiße! Was war das jetzt? Oh, das war geil! Alter! Hör auf! Wird's auch angezeigt, wenn Konnichiwa abonniert wird? Nein, wird's nicht. Das hat der Pius nicht eingebaut. Lol, was ist das? Der Pius! Was bist du denn für ein Affe hier? Oh, scheiße. Hallo! Der Pius! Ich bin Silber, Little Mac. Oh Gott! Hallo! Hallo? Die Pflanze hat mich verbrannt! Scheiße! Tschüss! Nee, komm, stimmt. Ich geb nicht so. Oh, lul. Nein, was? nicht in die Lava. Kannst du nicht mehr reden hier, ey? Ist das eine ekelhafte Map? Hallo, ich komm ja nicht hoch. Ich finde die Map voll geil. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Map finden tut. Oh, shit. Nein! Also, ich finde, die Map ist ein Kunstwerk. Also, ich finde die ziemlich geil. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Map finden tut. Nicole, wie geht's dir? Mir geht's gut. Schreibt in die Kommentare. Ich lese den Datenmüll nicht mehr aus. Wie ihr die Map findet, Daumen hoch für die Map, oder? Die ist geil, ja, die Map ist geil. Das war Pius 2014 als größter Map-Bauer Deutschlands. Ich hatte damit auch Maps, aber das hatte ich auf meiner anderen View. Die habe ich leider gar nicht. So, nehmen wir mal die nächste Map von meinem Kunstwerk. Ich nehme Luigi's Mansion. Ist also, die soll einen Kunstpreis bekommen, ja, sicher auch so. Und welche nehmen wir denn jetzt mal hier? Oh Gott, ich hab König DDD. Oh Gott, guck dir die mal an! Oh, der kann nicht einatmen. Das ist interessant zu wissen. Ich glaube, ich nehme mal die hier. Was? Nee, ich nehme mal die hier. Nee, Trampolin ist eklig. Nehmen wir die. Custom Stage 1. Mario Fan Mario, hi. Nö, Alter, die ganzen Stages, die du hast, die sehen allesamt beschissen aus. Habe ich das schon mal gesagt? Custom Stage 1 sieht am beschissensten aus. Hast du dir das jetzt gerade angesehen im Stream? Ja, natürlich. Ich habe den währenddessen offen. Denkst so du, eine gute Map gibt es nur einmal auf der Welt. Das sehe ich aus. Du hast auch schon ein Like da gelassen, Nico. Maybe. Das ist gut. Nein, habe ich nicht. Das muss er. Alter, wie fett ist der denn? Ja, das ist eine gute. Hä, warum kann der Typ nicht springen? Achso, ach nee, ach, das bin ich, da unten. Ich dachte mir gerade, hä, warum springt der nicht? Das sind die Autismus-Maps, Junge. Das ist aber eine Map, wo. Mit diesem Charakter, wie soll ich mich denn bitte bewegen? Ich bin so unbeweglich. Nein! Ich komm nicht. Miss Abo, danke dafür! Was ist das, Alter? Ich nehm danach mal nicht. Ich nehme danach eine normale Map, Leute. Keine Sorge. Hoffentlich wird heute kein Custom Stage Editor in Smash Ultimate angekündigt. Dann bin ich sehr froh. Oh, ich hoff's. Den brauche ich. Ja, der Autisten-Pius braucht es auf jeden Fall. Das ist super. Titel der Map: Fly Go To Jump. Ja, richtig gut von Pius 2013. Ja, 14. Das Spiel kam dann. Kannst du es mal bitte verraten? Das Spiel kam dann 14 raus. In der Luft musst du es machen, in der Luft musst du mich angreifen. Ja, ich weiß nicht, was ich mir da. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe damals, aber ich fand es anscheinend damals echt eine coole Idee. Hier unten musst du hinkommen, hier unten kann man kämpfen. Ja, das ist ja lustig, da komme ich. Wahrscheinlich passe ich da noch nicht mal durch. Dieses Fass bringt dich halt um. Nein! Na, ich kann fliegen, das ist ganz nett. Scheiße! Hab ich einfach selber gekillt.
Schöne, faire Bedingungen hier. Ja. Alter, die Map ist ja sowas von zum Kotzen. Ja, immerhin erledigst du das selbst, ja. Und wir springen mal ein drittes Mal in den Tod. Ich hab dich gerade eingeatmet. Aber. Eingeatmet? Oh. Ja, das kann der. Der King DDD. King DDD. Facepalm, ja, Leute. Facepalm tue ich weiter. Ist okay. Ja, das ist ganz nett. Oh, ich dachte gerade, ich war eine Stammattacke. Das wäre geil. Also ich zerstöre dich jetzt trotzdem noch. Gar kein Stress für mich. Du bist ja so fett, ja. Du killst mich eh nicht. Ich kann neulich mal den Ultraball da. Den will ich auch gar nicht. Sieht aber so aus. Ich bekomme ihn aber auch nicht, ehrlich gesagt. Ey, hör auf. Jetzt bin ich da unten. Warum habe ich Trampolin da hinten gemacht? Nein! Hör auf. Du warst in meinen schönen Mund drin. Ja. Du wolltest mich einsaugen. Was bedeutet der Counter unten links? Das bedeutet, wann die Direct losgeht, Leute. Deswegen ist der Counter da, so ein bisschen zum Hype. Dann wisst ihr, wann die Direct losgeht, halt um 16 Uhr, aber da unten ist halt der Timer dafür extra da, damit er euch seelisch helfen tut. Was mir gerade so einfällt, die werden auf jeden Fall eine Testfeier für September ankündigen. Also ja, denke ich auch. Und die werden das Spiel auf September vorverlegen. Oh, ja. Nicht, aber... Was ist das für eine Map, ja. Ey? Ich finde die ja, geil. Das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt. Aber hey, die lässt sich auch spielen. Naja. Die hab ich vor 4 Jahren gebaut, okay? Lass mich. Wären nur die Trampoline da, würde ich sie okay finden hier oben. Echt? Also, ja, aber so das da unten ist unnötig. Ja. Habe ich ja Pius 14 hat er nicht nachgedacht, was er hier macht, ne? Stirb halt. Nein! Ja, das kann ich gerne zurückgeben. Mann, warum hat das nicht geklappt? Was war das jetzt gerade? Hä? Easy. Was hat das denn jetzt gerade? Ich hab gerade was ganz Komisches gehört. Sie müssen Tod ankündigen. Ja, genau wie es im Thumbnail zu sehen ist. Kündigt verdammt nochmal Captain Toad an für die Switch. Ja, die Map war jetzt kacke. Dezent. Wer ist der Ander? Das ist ein guter Kollege. Der heißt Nico. Aka Kunizo, sein Kanalname Kunizo und Nico mit Vornamen. Ja. So's. Dann nehmen wir jetzt mal eine gute Map. Ich werde immer besser. Nee. Sieht man doch hier perfekt. Jetzt nehme ich mal wieder eine anständige Map. Ja, habe ich auch die ganze Zeit genommen, aber der nimmt ja immer nur seine Gestalten. Hallo Iggy, hi. Oh, mir ist warm, ey. Ist der auch heiß hier in der Bude? Nö, nicht wirklich. Mir schon. Ich weiß gar nicht, normalerweise erledige ich das ja mit dem heiß sein, aber ja. Du bist so lustig. Ich hab kein Smash, was bei dir? So, ich bin der Samus und du bist Ness. Hi. Hat Ness überhaupt noch Spiele? Von dem sieht man ja nichts mehr. Das Ding ist, ich weiß auch lieber, was er hier überhaupt macht. Er macht irgendwas mit Elektrizität, aber ich komme damit jetzt schon überhaupt nicht klar. Ja, ich bin halt Samus, der hat wenigstens noch Relevanz. Ich meine, was soll das hier? Was passiert hier? Oh Mann, warum wirft er die Kugel so da? Hör auf! Ich muss zu meinem Geständnis sagen, ich habe nur mit Link gespielt damals. Ich kenne die anderen Charaktere einfach gar nicht vom Skill her. Ja, ungefähr so geht's mir auch. Alter, dir wurde es ja richtig gegeben. Tschüss! Schon mal erwähnt, dass ich heute Pizza esse. Wie kam ich auf schon wieder Arm? Pizza essen? Ja. Ich freue mich. Ness hat sogar eine Konsole. Hahaha. Ist das so lustig? Eine Freundin hat mir den Namen, sag ich mal, hast du das ausgedacht. Gesehen? Eine Freundin. Ich spitze dich jetzt auf. Warte, ich spitze dich auf. Ey, wollte ich aufspitzen? Nein, das tue ich schon die ganze Zeit hier, wie du siehst. Geilster Scheiß. Geilster Scheiß. Ja, jetzt gibst du das zurück. Hör auf. Ja, ungefähr so war zwar nicht gut. Leute, die Kamera backt total rum. What the fuck? Die Kamera hat voll nach unten gezoomt. Was ist das denn, ey? Vor allem. Nimm halt! Nimm halt! Der nimmt die Items nicht. Trich durch hier. Ob ich Melinda mag? Das ist eine ernst gemeine Frage. Ich mag sie nämlich nur.
Ich liebe sie. Oh, er liebt sie. Er will nichts anderes als Melinda. Ja, wenn sich vor Smash angekündigt wird, dann eskaliere ich ja aber komplett. Ich hoffe nicht. Wenn, dann Toad, ne? Oh. Ja, von uns beide. Gib mir die Keule! Die auch Toad. Oh nee, du bekommst hier ein schönes Spiegelei. Dabei mag ich kein Spiegelei. Nein, nicht die Helfer-Trophäe klauen. Hallo. Hallo! Hi! Gepustet werden. Ja! Als Tschüss! Da oben springt, lädt seinen scheiß Strahl auf oder was auch immer das war. Tschüss! 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 Ja, ich hab sie wieder richtig gegeben. Was heißt wieder? Ich hab die letzten zwei Runden gewonnen. Ja, ja. Also, ich darf doch auch mal Pius, eine Pause haben. Mach mich demnächst in deine Freundesliste. Was? Mach mich demnächst in deine Freundesliste machen? Habt ihr schon eine Freundesanfrage geschickt? Auf der Switch oder auf der Wii U? Wie gesagt, auf der Switch nehme ich immer noch nur Freunde an, wenn ich Splatoon 2 streame. Da steht neuer Gegner Han Birgo. Soll ich den annehmen oder nicht? Nee, wir spielen zu zweit. Okay. Ja, ich spiele zu zweit. Sorry, wir spielen zu zweit. Ach, Konnichiwa, ich wünsche euch viel Glück, wenn ihr gegen eure Community kämpft. Das machen wir gerne in Smash. Switch spiele ich gerne mit euch. Also, das werden wir dann machen. Wenn das Spiel raus ist, werden wir Community-Runden machen. Man kann ja aber, die Miiverse-Stage nicht auswählen. Was soll das denn? Aber heute dachte ich mir, dass ich nur mit Nico die eine Stunde spiele. Und dann geht's ja in die Direct und dann geht's ja richtig ab hier. Finde ich sehr interessant. Ja, finde ich auch. Oh Gott. Olima habe ich noch nie gespielt. Also da weiß ich nie, was mich erwartet. Ich weiß, alle Controller sind mir zu kann. Alle Controller sind mir zu groß, um damit zu spielen, okay? Ja, ich spiele jetzt hier einen DLC-Charakter. Habe ich den anscheinend doch mal irgendwie bekommen. Ja, das ist, den bekommt man, wenn man Smash U und Smash 3 DS beides im Club Nintendo registriert. Ach so. Ja, moin. Also hat man damals bekommen natürlich, ne? Wir reden von jetzt nicht mehr? Club Nintendo-Zeiten. Ja, jetzt es gibt ja leider kein Club Nintendo mehr. Ne, das stimmt wohl. Leider. Wo ist eigentlich mein drittes Pikmin hin? Es gibt eigentlich drei und hier laufen nur zwei hinterher. Oh Gott, ich kann mit dem glaube ich gar nicht. Hast du es irgendwie verschluckt? Ja, aufgegessen. Oh, da läuft ein Pilz. Alter! Was ist das denn? Nice, nice, der! Ich meine, hey. Das ist ein Graslandschlaf, die sind wahrscheinlich 30, 20 Grad. Hallo, Kamek! So. Und dann landet hier so ein Shit. Ah, das geht jetzt ab hier. RIP Nintendo, ja. RIP Club Nintendo, das waren schöne Zeiten. Ja, aber schöne Zeiten. Oh nein. Okay. Hat ja sehr viel gebracht, wenn du es nicht. Ja, ich habe keine Ahnung, wie man die Smash benutzt. Ja, ich kenne, dann muss man sie halt auch dazu kennen, ne? Ja, ja. Aber ich habe doch gerade die Pikmin zusammengerufen. Wie macht man das denn? Weiß ich nicht. Oh. Okay, so fliegt man. Ey! Junge! Tschüss! What the fuck? Ja, what the fuck, wie sieht denn der Hammer aus, Alter? Ist ein bisschen verbuggt, kann das sein? Ja. What the fuck? Gar nicht animiert, Nintendo dachte, nö! Die Hände animieren wir mal nicht, da sind wir uns viel zu schade für. Das Spiel hat sich schon verkauft, das machen wir mal nicht. Alter! Hör auf! Joel, hi! Oh, hallo Mopsy. Was geht? Der Mopsy ist immer geil, aber du bist tot. Nö. Ah, scheiße, Mopsy, klau mich nicht, hallo! Also, bye. Ich fass es nicht, Alter. Und vor allem, also du bist bei. Nicht tot. Was soll das denn? Ja, warum soll ich denn tot sein? Was willst du denn von mir? Denn halt jetzt. Alter, Mopsy will mich immer noch klauen. Ah, ne, hat der dich halt. Das ist auch okay. Alter, hör auf. Tschüss. Ey! Warum sterbe ich davon und du nicht? Voll unfair. Ja, weil ich habe Knöpfe gespammt. Ich auch. Was das bringt. Ja, oft hast gedrückt. Du genug gespammt. Ne, hab ich auch nicht. Ich find's ein bisschen krank, wo wir hier überhaupt drauf stehen. Guck dir das mal an, das ist ein bisschen wackelig. Ja, schon. Also, darauf würde ich mich nicht unbedingt bekämpfen. Solange, solange die einen Story-Modus ankündigen, ist alles gut. Ja, Alter, jetzt guckst du einmal in den Chat und fliegst da runter, natürlich. Tja. Voll unfair. Nur weil ich streame. Wie kann ich jetzt denn die ganzen scheiß Pikmin zusammenrufen? Du hast jetzt Opferbonus bekommen. Nico, Opferbonus hast du bekommen. Na, nur weil du schlecht bist, heißt es hier kein Opferbonus. Alter. Alter, jag mal jetzt deinen hässlichen Smash-Ball hinterher. Fuck.
Eisenbein! Ja, natürlich! Das ist Eisenbein auch noch. Eisenbein, tschüss! Finde ich super. Na komm mal her, Alter. Wo geht's denn du hin? Ja, tschüss! Ich komm nicht auf die Pikmin klar. Tschüss! Hallo! So, oh, ich er hatte weniger Schaden, das stimmt. Nein! Als ob! Ende! Schade. Ja, aber auch nur wegen des scheiß Mobs. Und der Sieger ist... Ein Noob. Ein richtiger Noob ist der Sieger. Boah, was ist das bitte für ein lilanes Pikmin, was auf mir sitzt? Das ist ein richtig fett, richtiger Fettmobs. Also wie du. Sieht auch nicht aus wie ein Flugpikmin, keine Ahnung. So Leute, noch 19 Minuten. Wenn Noobs Smash spielen, dann lasst uns doch. Ja. Ich finde geil, wie ihr das zockt, ja, dann abonniert mich. Abonniert mich und abonniert Luca, Nico, nicht Luca. Du nennst dich jetzt halt ganz schön oft Luca, ist jetzt mal aufgefallen. Also ja. Luca, falls du das hier hörst, dann nenn ich immer so, wie du heißt. Ich verwechsel euch immer beide. Apo Red als Camper, das wäre eine gute Idee. Ach, du nennst du oft Nico oder was? Ja. Oh Gott, ich hab Palutena, ich hab ja keinen Plan, wie die geht. Der betet gerade mit seinem Schwert den heiligen Sack an. Du hast Rob, wie cool. Du musst übrigens beginnen, ne? Also, ich weiß ja nicht, ob du das schon weißt. Okay. So sah das gerade für mich aus. Er betet gerade mit seinem Schwert diesen Sack da an. Das weiße Ding da. Moin, hallo Leon. Habt ihr beide dieselbe Schuhgröße? Ja, so ungefähr. Ja, bei uns Schuhe ist alles. Was hast du denn? Ja, so 45, 44 irgendwie so. Ja, dann haben wir die. Ja, wir haben bei allen dieselben Größen, ne, Nico? Oh Gott, ich will nicht erwischen. Nein! Nico, wir haben bei allen dieselben Größen, ne? Nicht so alle. Bei allen. Ach so, ich weiß schon, wie das meinst. Ach Leute, ich hab gerade auf Warp geguckt die ganze Zeit. Ja, das kenne ich. Warum bin ich eigentlich Spieler 1? Das ist doch deine Lobby. Ich bin bei mir Spieler 1. Das ist immer so. Damit du siehst, wer... Oh. Ich sollte vielleicht mal auf die Map achten. Hallo? Nimm die scheiß Helfer-Trophäe! Was musst du denn noch dafür machen? Das wirst du gar nicht wissen. Bitte lass mich rein, nö. Wahrscheinlich ist da Melinda drin. Gönn sie mir. Hat's gerade gecheckt, ui. Nein! Also diese verdammte Mutter. Bitte informiert euch etwas über die Charakter, dann kennt ihr die Herkunft und wisst, was der kann. Das mache ich vielleicht in Smash Wii U, aber Smash Switch, aber doch nicht jetzt hier. Eben. Was habe ich davor, wenn ich das jetzt hier noch kann? Das Ding ist, ich spiele einfach nur for fun Spaß und nicht um irgendwie... Nicht um irgendwie competitive zu spielen. Ja, und irgendwie alles zu wissen, wie es geht. Ist doch viel lustiger, wenn du was random spielst, ohne zu wissen, wie es funktioniert. Und dann damit einfach klarkommen musst. Ja, das ist viel spaßiger. Oh ja. Ich glaube, Palutena kommt von Kid Icarus und damit habe ich den Nothing am Hut, also. Oh ja, was hast denn du da für einen Trödelmarkt hier offen, ey? Geh mal her, ein Scheiß. Oh, Scheiße, das sind Megatomaten, die brauche ich. Kann ich mal über das Schwert loswerden? Ich kann hier nichts aufnehmen. Ich hab mich komplett geheilt. Als ob, Junge. Was ist denn das gemacht? Ja, aber ich verstehe, wie gesagt, diese Palutena null. Aber ich mag die auch nicht. Ah, oh, Melinda. Nein, das ist nicht Melinda. Melinda, Junge, du kriegst das Schneidfrage von der. Die gibt's als Helfer-Trophäe. Ja, ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, also in Smash 5 wurde sie noch nicht als Helfer-Trophäe gezeigt. Daher kann es sein, dass sie noch als Charakter revealed wird. Denn. Ich hoffe nicht. Pius hat den größeren, ja klar. Den größeren was? Ja, weißt du schon, ey. Ich hoffe, wir reden hier nicht von den größeren. Ja, das glaubst du, ey. Ey! Naja, weil das. Ja, geil. Ich, das stimmt irgendwie nicht, weil. Keine Ahnung. Naja. Ja. Ja, diese Mutter, creepy ey. Mutter. Das ist deine Mutter, Junge. Ja. Du weißt Bescheid. Ja. Bist du verrückt? Du Hirn. Ich dachte so ein Selbstmord. Scheiße. Oh, Junge. Was ist denn das hier? Oh. Oh, die Keule. Ah, bitte. Bitte was? Ich hab Digga, Kugel mit dir eingesetzt, Digga, was? Ich hab Kugel mit dir eingesetzt, hast du nicht gesehen? Ah, ich verflieg mal ein bisschen. Ja, mach mal. Aber Junge, komm her. Die ist einfach nur, die stinkt. Echt? Oh, Danger. Ey, hast du Hör auf! Womit soll ich aufhören? Ich mach die ganze Zeit, weil ich die nicht verstehe. Ich bin zu blöd für dich. Zu tun halt, ein Sieg im Stream ist doch nicht unfair. Doch ist es,
Weil wenn ich mich verstecke und ihr das sehen tut, die mich suchen müssen, dann seht ihr ja, wo ich bin. Also, das mache ich nicht. Ey! Tja. So ein Scheiß. Das kommt davon, wenn man auf seine Mutter nicht hört, Pius, ne? Sagst du. Ja, wieso? Wieso ich? Was hab ich denn da? Oh, ja, ja, ich wollte gerade da hingehen. Tschüss! Wie ist das denn passiert? Ich wollte einfach in den Tod gehen, die hatte keinen Bock mehr. Wie lange wird Direct gehen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß da echt nichts. Wisst ihr das, wie lange sie gehen soll? Eine halbe Stunde. Ja, denke ich auch. Macht Sinn, weil... Nee, Vio oder so, hi. Pflanzt sich Toros eigentlich weiter. Ich hoffe, die werden auf den Online-Modus ein bisschen eingehen. Ja, ich hoffe auch. Mein Smash ist schließlich das Online-Spiel. Oh ja. Toads pflanzen sich mit Toadettes fort. Weißt Bescheid. So's. Dann machen wir weiter hier. Habe ich gerade Bahnwolf? So pflanzt nicht Toads vor mit Toadette natürlich. Batman. Wie bei Männern und Frauen. Sans wir muss haben einfach im die gleiche Match Stage sein. Ausgewählt. Wir haben einfach dieselbe Stage ausgewählt. Ja, moin. Ich schätze mal so 30 Minuten ein. Ja, ich hoffe, eine Stunde denke ich jetzt eher weniger. Ich denke so 30. Also eine Stunde wird es auf keinen Fall gehen. Man. Ja. Wir haben es aber schon mal bei der Smash Direct im Juni. Oh, gezeigt, diese Map können. Und die Musik. Voll schön. Yoshi ist toll. Ja. Yoshi für Switch wird auch toll, wenn es mal rauskommt. Dass das ein Toad-Fan sagt, dass Yoshi toll ist, ne? Das ist ja, also jetzt sind wir schon an Zeiten angekommen, Leute. Yoshi nicht mehr feierbar hier. Es gibt nichts, das man dann nie nicht mögen kann. Oh, ich liebe dieses Spiel, ne? Ich glaube, hättet ihr Lust an auf so ein Stream-Projekt, also Yoshi's Woolly World Wii U, hätte irgendwie so Lust drauf, mal das zu machen, ne? Ich liebe das Spiel. Woolly World für Wii U, ne? Oh. Geil. Super Game. Sehr viel Spaß mit gehabt. Hier ist auf die Gamescom. Nein, leider nicht dieses Jahr. Ich finde die Stage leider sehr wackelig, nicht. Muss ich sagen. Ja. Aber das Spiel selber ist geil. Ja. Yoshi ist besser als Toad. Nein. Toad ist noch ein bisschen süßer. Und Yoshi ist auch süß. Ich esse dich. Der kleine rein. Dino, die Oberzicke. Der Yoshi ist der süßeste Nintendo-Charakter. Also ein Mario-Charakter. Okay. Melinda ist natürlich immer die Nummer 1. Tschüss. Das war der Stachy, mein Lieber. Ich habe das Gefühl, der reagiert auch nicht immer, der Charakter, wenn ich irgendwas drücke. Jojo. Das kommt irgendwie so ekelhaft zeitverzögert teilweise. Pac-Man ist halt ein alter Charakter, ne? Ja, aber ich rede jetzt Rente. Auch nicht unbedingt nur von Pac-Man, sondern von jedem. Das ja, dann kauft ihr Internet. Alter. Oh, Manu! Das war auch schon. Oh, Junge. Die Musik dazu ist so schön. Ich kann mit Pac-Man echt nix. Die einzige Tutorial ist Lena, ja. Du kannst echt nix in keinem Game. Kauf dir Skill bei Lidl für 5,99. Dafür, dass du Angebot. Ich bin erstaunlich oft besiegt. Naja. Hallo. Geh mal nach Hause. Ich gebe was vollkommen anderes in den Controller ein und dann mach so. Sehr chillig. Geh nach weg, nach Hause, da ist schön. Ja, ich liebe das Game, ne? Das ist super. Also Yoshi's Woolly World. Ja, das hat keinen Sinn. Tschüss. Tschüss. Hau mal ab jetzt hier. Also bye. Lena, Luca, ja, jetzt geht's aber los hier. Nico ist schon ein bisschen salty, man merkt's. Ja, Mann, der steuert nicht, wie ich will. Da bin ich einfach nicht gut bei, wenn jemand nicht so steuert, wie ich will. Oh, was ist das denn? Ja, toll, hab ich ja wieder gut geworfen. Ja, das ist eine sehr krasse Bedrohung. Ja, findest du? Lass dich doch mal von mir treffen, das kann doch nicht so viel verlangt sein. Was? Wo kommen die Blitze her? Wir sind hier in der Wollwelt. In einer gefährlichen Wollwelt. Ach so, du bist Master Du. Ah. Ich probiere mal so ein bisschen die Tasten aus. Welcher Spieler ist Pius? Ich bin Spieler 1, der Pikachu. Mit der drei Leben. Da muss ich bin immer der mit drei Leben. Was ist? Ja, da sagt er im Chat, dass Melinda ein bisschen zu viel redet. Ja, das stimmt. Die alte Quatschtante, deswegen mag ich die auch nicht.
Ja, das stimmt ja, aber die muss schließlich auch jeden informieren. Ja, bei New Leaf kotzt sie mich so an, die Alte. Also mal aufhört sie hier. Nein! Hör auf. Nein! Sagst du, bist immer derjenige mit drei Leben. Oh nein! Hallo Chris! Jetzt kommt der Dr. Herzcontainer! Ach warte, der hat kein zusätzliches Leben gegeben. Ich wollte schon schreien. Der gibt jetzt ein neues Leben. Hey, du hast ja eh verkackt. Jetzt wird der Herzcontainer kommen, wenn ich gerade meine OP-Attacke ausführe. Tja. Das Spiel ist halt fair zu mir, ne? Und sieht halt den Betrug. Hör auf. Ah nee, ich kann Pac-Man nicht. Das ist komisch. Der ist anders. So wie du. Ja. Ja, so wie du. Ich wollte es aber ein bisschen spannender machen. Ja, natürlich. Nicht ganz ehrlich, ich wollte es aber ein bisschen spannender machen. Das ist mir alles viel zu lame mit dir heute. Ich kann dir gerne, ich habe dich schon ein paar Runden vom Gegenteil überzeugt, also. Naja, oh, hör mal auf hier zu rauszuspritzen, du blödes Ding da, ey. Hör mal doch mal gut, ey. Ja, oh, wir sind beide gelb, ne? Wir sind heute im Gelb-Club. Team Gelb. Hashtag Team Gelb. Kannst du mal diesen Superstab aus der Hand legen? Der bringt gefühlt gar nichts. Oh Gott. Nein! Ich will nicht sterben. Ich bin zu jung zum Sterben. Nein, bist du nicht. Alt genug bist du. Beide gelb. Alles gelb. Ja, Team Gelb. Ja, natürlich sind wir sehr schlecht. Dafür, dass wir das nie gespielt haben. Ich würde gerne mal meine Smash sehen. Das sind wahrscheinlich noch nicht mal 10 Stunden. Ich habe ihn wieder gegeben, Leute. Das meinst du, wie lange du Smash gespielt hast? Boah, keine Ahnung, Junge. So locker so 10, unter 10 Stunden bei mir. Zu den Wünschen kommen wir gleich nochmal, gleich. Eine Runde machen wir noch. Eine geht noch. Das wird mal wieder ein... Wer spielt da mit? Der gute Kunizo, der Nico? Soos! Mhm. So, welche Stage ist jetzt dran? Ja, bin ich mal gespannt hier, ey. Anime Crossing Dorf, das ist einfach super. Ne, ich nehme eine andere. Also wir müssen zum Abschluss nochmal das beste Nintendo-Franchise ehren. Okay, Nasletoon. Wenn ich mal vernünftige Server hätte. Hallo, Robert! Moin. Moin, Robert. Robert! So, jetzt hör ich hier meinen Skill, Leute. Also am meisten euch bisher den Nico zerstört, der kann halt einfach nix. Hahaha, nee, du. Oh Gott, wen spiel ich denn jetzt hier, ey? Chic. Ja, ich spiel. Du Luigi! Du machst irgendwie alle durch heute, ne? Mario, Luigi. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Grünkäppchen. Ich denke, so heißt er. Aber du hast so einen komischen Luigi genommen. Einen Kasten-Luigi. Nee, das ist Zufall. Ich hab den nicht genommen. Okay. Oh, mit der kann ich, glaube ich, gar nichts, Alter. Ja, mit Luigi. Das kann nichts werden, ey. Hilfe. Der ist ein Smash irgendwie richtig hässlich. Keine Ahnung warum. Findest du? Ja, der wirkt halt wie ein richtiger Tollpatsch. Oh. Das hast du mir jetzt gegeben, muss ich schon sagen. Ja. Das gebe ich dir aber wieder. Ich spiele übrigens mit Gamepad, du auch? Ja, natürlich. Denkst ich habe keine Lust, da meinen Gamecube-Controller anzuschließen. Ich habe ja so einen Adapter tatsächlich. Ich habe nicht mal einen. Ich habe einen Adapter, aber... Ich habe den Adapter nicht. Der ist irgendwo in meinem Schubladen. Der ist irgendwo in meinem Schubladen, habe ihn nicht rausgesucht jetzt extra dafür. Für eine Stunde. Smash, dachte ich mir so, nee, das geht auch so. Ist ja auch okay mit dem Gamepad, aber geht natürlich besser mit dem Pro-Controller. Dementsprechend ja. Finde den Engel-Sound zu leise, my boy. Immer noch zu leise. Ja, jetzt ist eh scheißegal. Ja, ich habe zum Stream geguckt. Jetzt ist eh scheißegal. Das ist eh die letzte Runde jetzt. Das Ding ist, ich freue mich schon Smash Switch mit dem Pro-Controller der Switch zu spielen. Echt? Das ist sicher richtig geil. Ja. Oh, Junge. Weil der sich so geil in der Hand anfühlt, weißt du? Das ist ein richtig... Ja, ja. Die Hände sind dankbar, wenn du den in der Hand hast. Deine Hände sind immer dankbar, Junge. Nein! Okay, gut. Deine Hände sind immer dankbar für dich. So heißt das. Hallo, mach mal keinen Stress da oben. Komm her, du Luigi, Junge. Der Luigi, der ist so ein mega Tollpatsch. Schau dich schon seit 2 Jahren. Leon, ja, denn moin, ne? Läuft bei dir. Alter. Mein Lieblingsspiel ist nicht Animal Crossing. Also echt höchstens nicht? Animal Crossing New Leaf, aber so eigentlich so jetzt momentan Splatoon 2, weil es am meisten spielt. Dementsprechend muss es ja mein Lieblingsspiel in irgendeiner Weise sein, oder? Ui, ja, ja schon irgendwie, ne? Mich fragen ja dort immer ja, Leute nach meinem Lieblingsspiel, ne? Alle 3 Minuten nach meinem Lieblingsspiel werde ich gefragt. Ich habe gar kein Hauptlieblingsspiel. Weil nur weil ich ja gerade aktuell Splatoon 2 spiele,
würde es glaube ich nicht als mein Lieblingsspiel bezeichnen, aber vielleicht als aktuelles, aber ja. Das Ding ist, bei mir ist das schon ein bisschen was anderes. Ich meine, ich suchte es ja der. Na, guck mal, wenn man aktuell vielleicht nur als Beispiel, wenn man aktuell nur Fortnite spielen sollte, dann wäre es ja eigentlich automatisch das Lieblingsspiel, nur man es aktuell mal spielt, ne? Aber entsprechend kann ich da nicht viel zu sagen immer. Ja, ich weiß nicht, was ich zu Lieblingsspiel mal sagen soll. Aber Fortnite war komplett überfragt. Ever als Lieblingsspiel sein. Das Ding ist, ich würde so generell Online-Spiele nicht als Lieblingsspiele bezeichnen, weil Online-Spiele immer ein bisschen was anderes sind. Daher, wenn das nicht wäre, dann würde ich Animal Crossing New Leaf halt sagen. Obwohl das natürlich auch online geht, aber das ist kein Problem. Fortnite! Junge, was hat denn die da gerade gemacht? Die Fiek! Allein! Nein! Ah, ich bin Skiller. Dieser Abgang da ist so eklig, ne? Würde mal Luigi Special interessieren. Deswegen gönn mir mal, please. Nö! Ah, ich gönn mir sowieso. Scheiße. Hat ja sehr viel gebracht, dein Bogen. Ja. What? Okay. Gell. Nico, gut, ich suchte kein wenig mehr als du. Für mich heißt das Suchten. Geil, also. Okay, Leute. Deine Spielzeit ist unterirdisch. Ja. Oh, diese Luigi-Pose. Könnte ich mir den ganzen Tag ansehen. So, ich ändere jetzt eben mal den Titel. Smash Direct. Ja. So, ich habe extra noch ein anderes Thumbnail. Super Smash Bros. Ultimate. Ultimate, ja. So Ultimate? Die Ulti Tomate. Den verlassen? Ja, bitte. Ja, möchte ich sehr gerne. So, gleich geht's hier ab. Gucken. Ja. So, ich weiß nicht, soll ich jetzt gucken auf wir Twitch? Ah, eigentlich bin ich immer so ein YouTube-Fan, ne? Twitch war die. Weil man jetzt mal so ein bisschen verzögert hat. So ein paar Sekunden. Also, was gucken wir denn jetzt? Halt Twitch, YouTube? Ist da auch eigentlich egal, du siehst bei beiden dasselbe. Also. Ja, halt nur, wir müssen uns trotzdem einigen, weil das manchmal immer so ein bisschen Verzögerung hat. Ja, ich nehm Twitch. Ja, dann nehme ich auch Twitch. Hab schon gesagt. Kein Bock, wieder 3 Stunden hinterher zu hängen. So. Ja, darauf habe ich auch keinen Bock, ehrlich gesagt. Das Thumbnail müsste jetzt aktualisiert sein, glaube ich. Guck mal nach. Also, wie kann ich denn bitte Smash verlassen jetzt hier von der Video? Da steht überall. Sie darf sich ins Home-Menü. Du stinkst. So ein neues Thumbnail, Leute, schaut euch das Thumbnail an. So ein aggressiver Captain Toad, der aufs Logo seine Dinger werfen tut. Okay, das muss ich mir auch mal ansehen. Habe ich mir voll Mühe gegeben. So, Sound an von Smash da? Ja, eine so. Minute noch. Boah. Eine Minute, ganz entspannt. Alles ganz entspannt hier. Nintendo Deutschland. Da Nintendo.de nehmen natürlich, ne? Ja, na, was denn sonst? Also, ich will schon Untertitel haben, weil wir ja schließlich reden. Ja, ich kann da eh nicht so viel zuhören. Englisch zu hören ist aber was anderes als Deutsch zu hören, finde ich. Muss sich ein bisschen mehr drauf konzentrieren. Ja, ich finde so generell zuhören jetzt, also, auch wenn die Deutsch reden würden ohne Untertitel, das würde ich ein bisschen blöd finden, ehrlich gesagt. Ich mach Vollbildmodus, du auch, ja, ne? Ich hab halt immer Fenstermodus an, aber es ist auch egal, was ich anhab, weil es sieht sowieso niemand. Ja, das stimmt wohl. So, wir gehen jetzt mal zum anderen Ding darüber. Eine Minute noch. So, ich hab glaube ich öfter gewonnen als du, oder? Nein, hab ich nicht. Weiß ich nicht. Selbst wenn, ich bin ja allgemein besser, also ist ja klar. Daher. Jo. Ich werde eh Stream gewinnen. Nico eigentlich auch? Nein, tue ich nicht. Nee, nee, der Nico streamt nicht. Ah, warte, ich könnte das ja vielleicht mal auf meinen Discord so. Posten. Wo bekomme ich gleich noch eine Person mehr hier in den Stream rein? Ui. So. Machen wir mal die Wii U aus. Shit. Tschüss, Wii U. Ich bin so dumm. Und ab geht's jetzt hier mit der Direct. So. 19 Sekunden. Mach die mal extra ein Vollbild hier schon mal. Wie lange Sekunden, wie viele Sekunden hast du noch? 12. Okay, ich bin 10. Okay, mein Timer ist ein bisschen zurück. Wir machen jetzt mal den Timer aus, den brauchen wir auch nicht mehr. Na, dein Timer, Alter. Ja, der gute Timer. Das kannst du, wenn du willst. So. Los geht's, Leute. Tag 12. Also darfst du schon mal nicht mehr zugucken. Oh, ich finde diese Animation so hässlich. Ja, ich finde die auch nicht so hübsch. Das sieht so aus wie so ein Kindergarten. Schreibt mal, wie der Ton ist. Aber das geht schon mal geil los. Das ist Safe Story Mode Ankündigung.
Geht schon mal geil los. Schreibt mal, ob der Ton passt. Okay, Leute. Das sieht aus wie, fuck, wie so eine Story-Mod-Ankündigung. Ja, das sah aber bei dem anderen auch so aus. Oh mein Gott. Das ist gerade Ganon gewesen. Alter, Luigi ist voll geil. Oh. Lol. Das ist Story-Mode, Alter. Lol. Alter, das sieht voll episch aus. Die Qualität ist jetzt aber nicht so geil. Also, der Stream jetzt von der Qualität her. So ein bisschen pixelig. Ja, kauf dir mal Internet. Oh, Alter, Luigi's Mansion mit dieser Grafik, Alter. Ja, das wäre übel geil. Alter, aber was, das machen die ja nicht aus Spaß, die Luigi's Mansion-Ankündigung von in der Grafik und so. Alter. Ja. Aber das kommt jetzt nicht. Dann. Junge. Junge. Oder ist das jetzt ein... Alter. Aber welchen Charakter sollen die denn sonst ankündigen? Luigi ist ja schon längst als Charakter dabei. Ja, Luigi ist geil. Buhu. Was ist das eigentlich für ein Typ da eben gewesen? Ich weiß nicht, wer das ist. Ja, das ist... Oh mein Gott. Das ist halt wie so eine Luigi's Mansion 3 Ankündigung, ne? Irgendwie. Ach, wer ist das denn? Keine Ahnung, wer das ist. Weiß jetzt auch nicht. Wer ist das denn? Lauter, ja, ich mach's ein bisschen lauter. Kämpfer. Keine Ahnung, ey. Braucht dich jetzt nicht. Sieht aus so jeder andere auch, keine Ahnung. Ja. Irgendwie schon, ja, ne? Ja. Trotzdem war das Video geil. Also jetzt geil. Doch kein Story-Modus. Naja, es ist ja nicht ausgeschlossen, nur weil du jetzt damit ja, beginnst. Ich habe jetzt den Taunt ein bisschen lauter gemacht. Schreib mal, ob es jetzt passt. Ich find's immer geil, wenn die Charaktere ankündigen und ich die alle nicht kenne. Ja, das ist immer lustig. Ja. Wer ist das? Ich weiß nicht, ob ich gehypt sein soll. Ja. Oh, Richter. Okay. Der Richter hier am Start. Also, die hauen erstmal gleich zwei Charakterankündigungen raus, oder wie? Ja, die okay. Mich beide zu 0% interessieren. Geil! Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Ja, eben, deswegen ja. Und Simon aus wieder, Castlevania. Okay. Das sind halt nur wieder Charakterplätze weg für die ich Leute, die ich eventuell kenne. Richter, Einspruch, WTF, ja. Was ist das denn? Castlevania. Er hat richtig geraten. Lol. Oh mein Gott, Luigi. Oh, und jetzt Luigi's Geist. Oh, geil. Alter, ich finde diesen Trailer, der ist ja mal sowas von geil. Das ist so creepy, Alter. Das als Luigi's Mansion 3, Leute. Wow, oh mein Gott. Moin. Moin. Ja. Moin, was geht? WTF ja, denkst du auch? Willkommen zum zweiten Smash Direct. Ja moin. Willkommen zum zweiten Smash auf Direct. Teil 2, Leute. Kämpft endlich mit. Ja, endlich. Darauf habe ich schon gewartet. König Captoad an. Ja, komm schon. Da bin ich auch für, ehrlich gesagt. Ja. Das muss schon was heißen, wenn ich Toad will. Ja. Ja, recht, ich mach das hier alles mal aus. Den Chat und so. Aber da muss er ja jetzt wirklich auf jeden Charakter einzeln erklären, so was er alles kann und so Besonderheiten. Das ist immer so richtig detailliert. Wir sehen den Chat ja eh hinterher. Das ist ehrlich für mich ehrlich gesagt zu detailliert, was wieder immer die ganzen Charaktere behandelt. Ja, ist schon geil, oder? Ne? Bin ich nicht Captain Toad? Doch, Captain Toad ist geil. Wenn sie sogar so welche Charaktere ankündigen, warum nicht auch Captain Toad, ne? Joa, weil Toad, keine Ahnung, der kann nicht springen, denn das ist vielleicht ein Argument. Naja, das kann man ja trotzdem irgendwie, dann macht man halt den Rucksack weg oder so. Ja, was heißt Captain Toad kann nicht springen, Junge? Buhu kann eigentlich auch nicht springen, der fliegt ja eigentlich. Alter, was ist das bitte für eine creepy Stage? Ja. Lol. Guck dir die doch mal an, Alter. Der Tod. Hallo. Alter, und das mit Luigi war sowas von geil. Ja, dezent. Da dachte ich echt so, jetzt kommt so Luigi's Mansion 3 ankündigen oder so. Ja, nee, das ist, heißt ja sonst Smash Direct, also. Machen die auch. 34 da, ja. Musikstücke für eine Map. Ach so Scheiße. Boah. Wow. Ich finde halt die Trailer-Grafik übelst geil. Ja, das haben die aber da schon immer gemacht. Auch damals, wo Rosalina für Mario Kart angekündigt wurde, da.
Das ist auf der Rainbow Road gefahren. Ja, ja. Oh, ich hasse es, wenn er über Dinge redet, die ich nicht kenne. Da braucht er sich gar nicht. Ja, ich hab Castlevania ja schon mal gehört. Ja, auch mehr auch nicht. Aber ich kenne mich damit halt nicht aus. Das ist das Problem. Ja. Das ist das Problem. Für Captain Tauri. Alle haben ganze Direct laufen. Ja. Die ganze Direct wird jetzt nach Captain Toad schreien. Mach! Ist ja auch geil. Vielleicht. Ja. Weiter, oh, ein weiterer Neuzugang. Richter, ach so. Der Typ, ja. Ich bin gespannt, wie lange diese Direct hier gehen wird, ne? Na, 6 Minuten sind schon mal verbraten. Das waren 6 Minuten, okay. Ja, und er ist noch nicht durch mit seinen Bildern. Bringt halt ein Story-Modus. Das sah halt so geil aus mit dem Luigi und so. Oh mein Gott, ich will Luigi's Mansion 3, Leute, ne? Und der Grafik, oh mein Gott. Ja. Ich will auch wenn es ein bisschen schlechter ist. Das Luigi's Mansion 3 wäre sowas von geil. Hilfe. Eben. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Richtung. Ich meine, die nehmen sich immer viel zu viel Zeit für diese. Oh, zwei weitere Echo-Käfer. Oh mein Gott, bitte Octoling. Und Melinda auch. Melinda ist doch auch. Tod! Tod und Toilette. Okay, sieht das nicht nach Melinda aus. Das ist wieder irgendwer, den ich kenne. Ich sehe das doch schon. Okay. Ah, Chrome! Endlich ist Chrome da! Toll! Habe ich toll aufgefreut! Hallo Sebel, moin! Komm ich zu spät? Du hast bisher einen epischen Trailer verpasst, Emir, aber sonst noch nicht viel. Wir gucken mal, was das heute noch so wird. Ja, please Octoling, ja. Toad unter Dead. Und ein Story-Modus. Und ich möchte was zum Online-Modus sehen, Leute. Ich möchte was zum Online-Modus sehen. Wäre ganz nett, ehrlich gesagt. Machst du ein Let's Play zu Mario und Luigi Abenteuer Bowser? Nein, ich mache eh keine Let's Plays und ich habe leider keine 3DS Capture Card, dementsprechend wird das leider nix. Aber ich bin eh so der Let's Play, ich mache eher so Gaming Videos. Was ist denn mit Samus hier? Dark Samus. Okay. Hey, das Dark Samus, was ist denn eine Dark Samus? Hä? Mann, Meister, es gibt so viele sinnvolle Charaktere, die man da reinbringen könnte und die bringen Dark Samus da rein. Ich weiß es auch nicht. Ist ja genauso wie Metal Mario. Ich hab Samus ja noch nie Metroid noch nie gespielt, aber. What the fuck? Schon amüsant. Sebel, was soll ich jetzt damit anfangen? Dann ist er das halt. Ist mir doch egal. Kuromoto, Dark Samus Sansen des. Dunkle Samus, voll geil eingedeutscht. Ja, dunkle Samus. Bitte Ridley, der wurde doch schon angekündigt. Ridley ist doch schon angekündigt. Ja. Der wurde ja letztes Mal schon angekündigt. Ja. Bringt halt Valuigi oder so, das wollen die Leute auch haben. No, das ist jetzt wieder so ein Detail, das niemand braucht, oder? Ja, das weiß halt jeder. Ja, ich meine jetzt, das ist doch nicht. Ich habe mir vor sämtliche Vorveröffentlichungen bekannt zu geben. Ja, habt ihr doch letztes Mal auch. Ja, einige warten noch auf ihre Enthüllung. Stage. Das hoffe ich mal. Was ist denn was? Oha, die ist neu, ne? Wohnzimmer. Achterpiste, warum die Achterpiste aus Mario Kart Wii, Leute? Was ist los bei euch? Wie auch immer. Ist halt einfacher, ne? Ja. Ich will den Waluigi, ja, und ich will Toad haben. Beides. Ja, ich will Melinda und Octoling, hallo? Ja, und einen Story-Modus und einen Online-Modus. Ich möchte, dass sie was vom Online-Modus zeigen. Tiefen von Brinstar. Oder Brinstar, irgendwie sowas. Ja, von Star Fox wahrscheinlich, weil da ein S ist. Ja, Gipfel. Ist das mal Odyssey? Ich glaube, das ist Ice Climbers. Das sieht eben aus wie Mauer. Nee, das Item da unten nicht. Das sieht aus wie so ein komischen. Ach, keine Ahnung. Es wird das gar nicht die aussprechen, was ich da sehe. Das sah irgendwie aus wie. Das sieht irgendwie aus wie Mauer Odyssey, eben diese Eismap. Ja, dann wäre da ein Mario-Icon gewesen. Ja, hast schon recht. Und die nennen das schließlich nicht Gipfel, wenn es eine Mario-Stage ist. Allein, was ein unkreativer Name. Oh, die Stage. Oh, toll. Die kenne ich ja irgendwo her, ne? Alter, sieht voll geil aus. Ja, finde ich auch Hammer, Bro. Die Map, die haben heute letzte Station. Ja, das ist die Final Destination Stage.
Ja, aber jetzt nicht viele Stages dabei, die mich... Oh, oh! Oh mein Gott! Ja, jetzt geht's aber los hier. Ja, da ist jetzt ein Pilz. Das ist mein Switch-Icon, ist da unten. Wollen die mich triggern? Mein Switch-Icon ist da unten. Wollen die mich triggern oder so? Die wollen mich abkassieren, Leute. Oh, Pauline. Oh, Pauline. Der Superstar. Oh, wie geil, Alter. Jetzt geht's aber los hier. Aber ich glaube, die war auch schon bekannt, aber trotzdem. Nee, ich kenne das nicht. Dun, 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 oh, dun, wie einfach die Band da steht und singt, wie geil. Jetzt steppe ich hier. Okay, hä? Okay. Ja, dass sich in Sachen Grafik was getan hat, das sollte das wäre auch noch schöner, wenn nicht, ne? Okay, die finde ich einfach mal gar nicht hübsch, die Map. Die auch nicht sonderlich. Ja, also wollen die das klassische Retro-Feeling beibehalten. Oh mein Gott. Also. Ich merke das schon. Aber die Odyssey Map ist geil. Was? Stage 103 Maps? Ja, ganz nett, ne? Ja, moin. Oh, Golden Plains von NSMB2. Das ist doch geil. Ja, habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Lol. Ja, die Stage gab's das ist eine 3DS Map. Ja, ich wollte sagen. Kommt das für die Switch raus? Ja, kommt es. Am 7. Dezember kommt's raus, Leute. Ui. Noch. Ja, das ist eine gute Neuerung. Das hat stört manchmal so ein bisschen, ne? Da war tot! Oh, der Peach. Das will ich, Nintendo. Die Kämpfer. Wir Captain Toad als Kämpfer. Mario Galaxy, ja, bringt halt Mario Galaxy Port, Leute. So ein ja. HD und so. Das ist immer dabei. Ja. Eine echte Überraschung. Okay. Also, das ich frage mich, wie lange das hier gehen wird, ne? Ja. Aber bisher war es halt nicht so. Bisher war es halt nicht so heftig, finde ich, in meinen Augen. Ja, bisher war eher so ein bisschen. Das war bisher das, was ich auf der E3 erwartet habe. Stage kann ein bisschen im Kampf gewechselt werden. Okay, Stage Wandel. Ja. Ist ganz cool. Achso, oh, lol. Das finde ich eine coole Idee. Das ist lustig. Oh, Paper Mario Stage! Ja, die gab's auf der Wii U auch schon eine. Und das ist neue F-Zero Map. Die Paper Mario Stage, die da gerade war, die gab's nicht auf der Wii U. Okay. Saturnia. Oh. Ah, da will ich hin. Achso, da kann man einstellen, wie oft die Musik drankommen soll. Ja, das ging aber auch in der Wii U-Version. Ja. Aha. Tun beste Map, ja. Ja, nett. Finde ich auch. Und nun die Anzahl der Muschel. Ja, okay. Ultimate. Ultimate. Ja, aber jetzt wahrscheinlich 300, nee. 500. 1000. 800. Derek Müller oder so, hi. Ja, ich hab mit deinem 1000er schon richtig geschätzt, ne? 900 Kroxon ist Sneasack. 28. Ach komm, dann gönn ich immer. Oh, Animal Crossing triggert nicht die Leute und bringt das endlich. Ja, vor allem ist immer noch das Let's Go to the City Stage da. Ja, voll lame eigentlich. Ich finde die Bibliothek sieht sehr schick aus. Sieht aus wie so ein Nintendo Music App fürs Handy. Ja, ein bisschen. Sieht stylisch aus. Bringt das halt auf die Switch als eigene App. Musik hören. Ja, das ist aber cool. Vor allem Splatoon, da gehöre ich hin. Ja. Add to Playlist, du kannst da Playlisten erstellen. Aha. Ja. Ja, moin. Jetzt mal seine Switch. Und extra Dinge. Musik als DLC. Und da steht Bedtime-Musik gerade. Was geht jetzt ab? Oh. Jetzt können die so Nintendo iTunes an. Nintendo Google Play Music. Muss aber sein. Lol. Ich wollte gerade sagen. Genau das habe ich gemeint. Lol.
Das kommt, das, die bringen jetzt echt ihren eigenen Nintendo Online Musikdienst raus. Das ist die Website. Ich weiß, deswegen ja. iTunes ist auch auf dem Website, Spotify und sowas. Ja, wie geil. Ich hab's gesagt. Oh lol. Nintendo Music für 9,99 pro Monat. Gönnt euch. Justin Bieber inklusiv. Jetzt geht's hier ab. Ausdauer Smash. Herz. Was war das bitte für ein Herz? Okay, wart. Diese Anzeige ist neu da oben, in der Mitte. Nintendo Music für 9,99, wer kennt's nicht? Ja. Also wird diesmal erst die Map gewählt? Ja, macht schon irgendwie Sinn. Ach, da war aber auch schon bei E3 bekannt. Das ist jetzt gerade der Online-Modus, den so ein bisschen zeigt, ne? So mehr oder weniger. Also die Map-Auswahl und sowas, das macht du ja eher im Online-Modus. Was man machen kann, das hat nicht viel mit Online-Modus zu tun. Naja, aber offline macht es ja Sinn. Macht ja nicht so viel Sinn, ist ja egal. Naja, wenn man mit Freunden spielt, es gibt genug Leute, die das machen. Ja, aber also das gerade ist bei Smash. Smash ist ja also das Vorzeigespiel für. Ja, die zeigen da aber auch klar ein bisschen online gerade. Menü. Oh Gott. Oh ja. Das braucht niemand. Loser Pick. Alter. Da geht's ab, ne? Da geht's ab. Dezent. Richtige Eskalation hier. Kampfmodi. Ja. Ja, jetzt kommen. Squad Smash. Oh, Squad, ne? Spaß. Oh, was war das denn jetzt hier? Oh, Junge. Google. Danke, Mama. Hab schon mal Screenshot bereit, falls ein Toad kommt. Hab ich schon die Screenshot-App dabei. Das kommt nicht. Oh. Man kann Turniere machen. Geil. Das ist geil für Streams, Leute. Ich hoffe es. Ja, das ist online. Da war eben die Profilbilder. Hoffentlich funktioniert auch online gut. Ich meine, Smash war immer online so durchwachsen. Ja. Da gehst du auf den scheiß Toad. Aber das ist gut für Streams, so ein Turniermodus. Das ist. Ja. Nicht so wie Mario Tennis Aces, wo der Turniermodus nur für online random Leute ist, was irgendwie gar keinen Sinn macht. Martin ist echtes Online-Modus. Dislike. What the fuck, Alter? Was ist das für eine Map? Das ist ein Testbereich, kannst du lesen. Nee, kann ich nicht. Das ist für die richtigen Competitive Player, die jede Flugbahn berechnen. Ja, oh Gott, für so welche Leute. Hilfe. Klassischer Modus. Ja gut, dass es den gibt, war ja auch klar. Lol. Journey to New Donk City. Emia, der Stream bleibt online. Neue Items, Pokémon, okay. Ja, Helfer-Trophäe. Die Banane, gut, die Banane, wie die da war. Jetzt kommt wahrscheinlich Linda als Helfer-Trophäe. Da ja, ich und Toad. Und dann wein ich. Ja, dann wein mal schön. Items. Die Banane sah richtig komisch aus. Bananenkanone. Was? Steht da doch, kannst du lesen. Ja, alles gut. So, Ward. Inklinge das Wichtigste. Untauschen. Bombio, Alter. Was ist das denn? Das sind komischer Name. Todessens. Alter, das passt überhaupt nicht zu Ness. Und überhaupt. Stab! Yoshi, was machst du da? Was geht's denn, Leute, Yoshi? Der Hund. Gemeiner Laufsitz. Die Musik dazu, ne? Oh, da Triggermusik. Der Hund, der hat's einfach im Mund gehabt, den scheiß Pilz gerade. Der Geltungsknarre. Ja.
Das ja. TL. Knarre alleine. Wie das so offiziell nennen. Nintendo, ja, ey. Oh, Turtle-Insel, wie cool. Die gibt's auch auf dem 3DS, ne? Ja, aber auf der Wii U nicht. Oh. Ding in Pokémon. HD. Pokémon. Ja, das ist, da habe ich kein. Oh. Pokémon habe ich keine Ahnung, Alter. Was, das ist doch der aus Ultra, aus Sonne und Mond. Ja. Wie auch immer, irgendwie aus so einem komischen Sonne-Mond-Spiel. Aus der Alola. Wie heißt das? Alola? Oh, Alola. Die Stage mag ich auch, diese Segelschiff-Stage da. Solga Leo. Ui. Süß, ja. Aber diese Banane, wie der eben nagt, ne? WTF. Ja, der ist aus Ultramond oder Mond. Keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja, hab ich nie gespielt. Boah, die Grafik von die Map Mond. Sieht so geil aus an der Grafik, ne? Oh mein Gott. Ja, aber ein bisschen creepy, ne? Ja, das stimmt. Aber bringt halt einen Story-Modus, Leute. Zum Ende so ein Story-Modus wäre geil. Als letzte Ankündigung. Ja, oder ein Octoling als letzte Ankündigung. Nein, das ist aber nicht so heftig. Ja, also mich würde es umhauen. Oder Blinder als letzte Ankündigung. Das wäre das. Das würde keinen jucken. Das würde mich nur noch mehr triggern. Wegen Animal Crossing. Mich aber nicht. Ditto. Oder Inkling. Ich finde, mich triggert es so, dass die Inklinge die Splatoon 1 Waffen da in der Hand haben. Ja, und die Splatoon 1 Styles. Finde ich voll. Ja, das ist. Ich verstehe es nicht. Ist auch in Mario Kart so. Das fuckt ab. Ja, warum nicht Splatoon 2, Alter? Was ist los bei euch? Ach, du musst kommen, Nico. Blinder ist so kacke wie Toad. Aber also, halt's Maul, Nico. Halt dein Drecksmaul. Oh, Alter, hallo! Nimm mal nicht so Ausdrücke hier, ne? Sonst wird der Stream ab 18 gescheitert. Alter, Delfino. Alter, Delfino. Ja. Ja, der gut die Map kennt. Ja, alle Maps, die es bisher gab, ne? Naja, nicht alle. Hey, Claptrap, was ist das denn? Achso. Oh, die Mario Kart Stage. Ja. What lol. The fuck? Das triggert mich jetzt ein bisschen. TFE. Was ist das denn? Das ist Kirby eben gewesen, so ein Typ, ne? Das ist Kirby. Ja. Yogi Löw! Bruder, der Yogi Löw ist auch wieder am Start. Niki, oh Gott, die aus dem Nintendo Briefkasten, ich fass es nicht. Ich könnte es nicht. Shovel Knight, cool. Aber das haben wir doch nicht mit Linda gezeigt. Nee. Da lag einfach gerade ein Hühnchen auf dem Boden. Mond. WTF, ja, ein bisschen, sagt der Robert. Was ein heftiger Mond wohl eher, ne? Also, ja, das ist der Blutmond. Den wir damals vor kurzem in Real Life hatten. Ja, nee, der Zelda-Mond. Oh, Bomberman, das triggert mich auch ein bisschen. Das wäre so ein guter spielbarer Charakter gewesen. So eine Elfa-Trophäe. Ja. Und ist schon mit Linda. Das ist nicht Melinda. Das ist nicht Animal Crossing. Animal Crossing-Ankündigung! Oh mein Gott! Nee, das ist Ridley. Oder? Nee, das ist nicht Ridley. Das ist nicht Ridley. Ach, keine Ahnung, ich kenne mich da null aus. Mann, Monster Hunter. Ja, Monster Hunter, wen juckt das? Ach, er ist ein Boss. Okay. Bringt halt einen Story-Modus. Was, ist das eine Helfer-Trophäe? Ja, also. Das wird vor allem auf der Turtle-Insel, ne? Da schaut auch immer so ein komischer. So guter Letzt. Das war's jetzt? Das ist noch ein kleiner Blick auf unser Hauptmenü. Ja, bringt ja, halt den Online-Modus. Zeigt uns den Online-Modus. Warte, was war das? Smash. Wieso zoomen die da so interessant ran? Leute, die zensieren da noch was. Eine Sache wird zensiert. Ja, aber was ist das da für ein rechtes Menü? Online, irgendein. Ja, was ist das bitte? Vielleicht den Musikordner, ne? Irgendwo. Sieht ja so aus wie so eine App, ne? Ja. Und irgendwie so eine Notification, Einstellung, Hilfe. Oh mein Gott. Ja, was mit online? Zeigt halt den Online-Modus, da passiert noch irgendwas, das Bild wackelt. Irgendwas kommt da noch. Da kommt noch irgendwas. Da kommt noch was. Der knallt was. Das ist ja keine Melinda. Zeig bitte keinen Charakter. Oh, Story Mode, oder? Story. Alter, die Grafik. Donkey Kong. Oh mein Gott, wie das aussieht. Ja, Donkey Kong kratzt dich erstmal, Alter. Oh, das sieht so süß aus. Oh. Bringt halt einen Nintendo-Film, meine Fresse. Die können das. Bringt einen Film. Ey, das King ist doch der. Das ist doch. Als neuer Charakter oder als.
Ist das neuer Charakter, oder wie? Nee, das ist DDD. Den gibt's ja schon. So hab ich auch geguckt. Ich wäre jetzt ein bisschen enttäuscht gewesen als Charakter. Ja, DDD ist ja nicht... Das ist... Den kennt man aus den ersten... Okay. Ach man, ich wollte gerade so sagen, ich wäre ein bisschen enttäuscht gewesen, dass es ein Charakter wäre. Mann! Der nächste Charakter. Okay, der ist cool, den kennt man auch Story. Ja. Aber trotzdem hätte ich lieber einen verdammten Story-Mode gehabt, Mann. Aber irgendeinen Button haben die da ja so zensiert. Vielleicht kommt noch ein Story-Modus. Die haben ja einen riesen Button auf der Switch im Menü eben zensiert. Ja, da muss man mal gucken, was das möglich sein könnte. Ja. Aber schade, wieder kein Story-Modus. Lol. Ich finde auch die Direct so ein bisschen, so ein bisschen komisch, wie man so sagt. Nee, komisch jetzt nicht. Lol, was? Aber sie haben so viele Zwischensequenzen. So richtig cool. Ja, eben. Es ist doch viel zu viel Aufwand nur für dieses komische Video da. Ja. Oder? Fände ich auch. Diddy Kong. Jetzt müsste so ein Fortnite-Dance kommen von Diddy Kong. Oh Gott, Alter. Wahrscheinlich war das es, ne? Ui. Ein Fortnite-Dance für Diddy Kong, Junge. Oh, wie Fit-Trainerin, Alter. Oh Gott. Jetzt fühlen wir die restlichen hinzu. Wie da Spannung aufgebaut wird. Ja, als ob da jetzt noch ein Charakter angekündigt wird. Ja, aber da sind da jetzt schon... Ich glaube, das ist irgendwas der Platz, oder? Jetzt ist Ende, ne? Ja. Okay. Ich sehe schon alle auf Twitter. Kein Story-Modus. Ja. Okay. Scheiße. Okay. Dein Internet. Ja, mein Internet hat mich verlassen. Er läuft. Scheiße, ein Stream war neu. Ich weiß nicht, ob der noch läuft. Vielleicht fügt YouTube den noch hinzu. Ich hoffe es. Ich hoffe es mal auch für dich. Herzlichen Glückwunsch. 3 Zuschauer hast du. Oh, ich habe gerade mit mobilen Daten gestreamt. Jetzt also 3 Sekunden. Weil mein Internet habe ich einfach mal verlassen. Verdient, würde ich wieder sagen. Ja, moin. Ja, aber ich rede einfach noch. Schon klar. Die Direct ist beendet, so kleiner Tipp. Ja, ich weiß. Ich weiß, dass sie beendet ist. Ich rede hier noch so weiter. Ich frage so Nico nach seiner Meinung. Er antwortet nicht mehr. Ich denke mir so, okay. Ich rede mal so weiter. Irgendwann merke ich so, scheiße, der Chat läuft auch nicht mehr. Ich denke mir so, was ist denn jetzt? Was haben die mich jetzt alle gehasst? Haben die sich alle abgesprochen? Dass sie mich jetzt alle ignorieren oder so? Und dann denke ich so, ja, scheiße, ey. Ja, Leute. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch hinzugefügt wird von YouTube oder so. Ich hoffe es mal, dass das noch als Video hinzugefügt wird. Da steht nämlich StreamYard wieder übertragen. Das heißt also, ja, das wird erst weitergefügt. Okay. Gut. Quasi ein technischer Fehler. Ja, ist so eine kleine Pause im Stream hinterher. Kackt einfach mein Internet ab. Kann man auch mal machen. Das habe ich noch nie gehabt. Habe ich noch nie gehabt im Stream, dass mein Internet abkackt. Also im Stream. Davor vielleicht schon. Das gibt für alles ein erstes Mal. Ja, ich habe immer gebetet, dass es niemals passieren wird. Aber heute ist mal passiert. Ja. Ist noch nie davor passiert. Ja, noch bei Smash da weg, am Ende. Ja, das wäre natürlich geil gewesen, wäre dein Internet abgebrochen und dann wäre Captain Toad angekündigt worden. Oder so mitten im Stream so ein Abbruch, das wäre auch nicht so geil. Ich bin dann nicht so der Typ, der immer Stream-Abbrüche macht, dementsprechend. Heute war so notgedrungen. Aber wir haben halt nichts zum Internet gesagt, also nicht so online, das finde ich ein bisschen enttäuschend. Ja, also vor allem, weil keine Testfeier, wie ich sie ja so schön nenne. Ja. Da habe ich eigentlich schon mitgerechnet, weil... Vor allem, weil halt im März die Ankündigung kommt. Im September die Ankündigung kommt. Ja, ich frage mich, wann die Ankündigung zum Online-Modus überhaupt kommt. Ich ja, meine, irgendwann... Eigentlich müssen sie auch noch mal was Neues zu Super Mario Party sagen, weil das ist ja schließlich auch bald draußen und nur dieser eine Trailer da, das kann ja nicht sein, dass das nur das ist. Ich meine, die müssen ja mehr zu enthüllen, so quasi, ne? Ja. So Smash wissen wir schon alles quasi und das ist tot. Ja, belastend, ne? Das Ding ist, mein Highlight war tatsächlich dieses Musikhören da. Das war ja auch als krasses, und das war auch sehr krass. Ansonsten fand ich die Direct so mittelmäßig, also ich fand jetzt nichts wirklich gut, ja. So. Weil, ja, ist halt alles so ein unbekannt. Okay, Leute, wir beenden das jetzt an der Stelle. Ich sehe gerade, mein Internet hat gerade Probleme. Die Qualität wird schlechter.
In dem Sinne, wir beenden das Ganze jetzt hier. Danke an jeden fürs dabei sein. Lasst gerne ein Like da. Ich, enttäuscht bin ich nicht, aber es hätte besser sein können. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.